Ich empfehle dir das Nutzen einer Gießkanne. Da kann man auch. Oder du baust dir tatsächlich einen Sprinkler auf. Kann man auch machen. Was hat Agri-Kraft dann so Schönes im Angebot? Die Sprinkler, da will ich gerade nicht aufbauen. Weeds from Crops. Okay. Ja, aber Weeds habe ich ausgestellt. Ich kenne auch kein Modpack, was Weeds anhat von der Agricraft. Ich habe es noch nie gesehen, dass das überhaupt geht. Ja, das ist eigentlich Standard. Du stellst dir die hin und auf einmal ist alles voll mit Unkraut. Und da brauche ich einfach nur das Zeug da reinlegen. Davon habe ich ja ein paar. Machen wir mal, ne? Macht er uns einfach mal ein paar von diesen Red. Jetzt brauche ich aber noch Redstone, ne? Da hatte ich keinen mehr, ne? Was Redstone? Redded Abyssal Night Ore. Was kann ich damit denn noch machen? Ich habe kein Phytogore. Achso, das ist das. Aus irgendeinem Grund kann ich das auch nicht entziffern. Dabei müsste ich das eigentlich schon lange entziffern können. Naja, muss man nicht verstehen. Muss ich aber nochmal in die andere Welt. Jetzt gehe ich erstmal in die Erbsensuppenwelt. Und von der Erbsensuppenwelt gehe ich jetzt mal eben in die, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung, wie ich diese Welt nennen soll hier. Welchen Energetic Infuser? Scheint nicht so. Rot ist Ketchup, aber was ist denn blau? Energetic Infuser, tatsächlich habe ich einen. So, das ist Redstone. Da habe ich zu wenig von. Oh nein, blaue Menschen. So. Schnauze! Da knurrt ihm den Magen, ne? So, wieder in die Erbsensuppenwelt und von der Erbsensuppenwelt wieder in die. Oh, ich darf nicht mehr. Aha. Er lässt mich nicht zurück. Ich muss jetzt hier ein Haus bauen. Komm, wir bauen jetzt in. In der Abyssal Wastelands, da waren wir jetzt einfach ein Haus und leben da. So wie der eine bei PO3, der einfach eiskalt seine Base in der. Oh Mann, hier in dieser Insektendimension gebaut hat, da ich komme gerade nicht drauf. In dem Erebus. Komm schon, Freddy, Erebus. Wow, so. Jetzt haben wir Redstone, jetzt haben wir Dradium Ingot. Free Ingots. Okay, strange. Redstone, Dradium, Knochen, Dread Clothes. Das funktioniert gar nicht. Craft ich den Infused Quartz. So, jetzt habe ich natürlich bestimmt Pech und brauche da mehr von. Ne? Ich meine, ich habe jetzt eins. Wo muss ich das denn eigentlich machen? In den Redlands auch noch. Ach du Scheiße. Dann brauche ich das Redlands zum Economicon. Und Sakrifice brauche ich auch noch. Fanny, willst du mal kommen? Nein. Ich bin kein Sakrifiz. Doch, du bist jetzt eins. Ich bin kein Sackverrat. So, was brauche ich noch? Zwei, nur davon. Zwei und zwei Dreadstone. Gibt's also das, zwei Knochen, das Buch brauche ich gleich, ich brauche den Schalüssel. Schalüssel? Und ich brauche ein Opfer. Nein. Dann nehme ich eben diese Kuh, die will freiwillig mitmachen. So. Kuh meldet sich freiwillig. Wo hast du eigentlich mein Buch hingetan? Welches Buch? Ja, genau das. Das habe ich nicht. Du hast das in den anderen reingelegt. Hab ich doch gesagt. Du Keck. Ich bin kein Keck. Fällt jetzt zum. So. Ich glaube, es war so. Vielleicht mache ich das jetzt auch falsch. Warte, welche Watering Can nimmst du immer? Die von Extra Utilities? Ich habe tatsächlich die genommen von Thermal Cultivation.
Musst du ja mit Wasser füllen. Irgendwie musst du die alle mit Wasser füllen, habe ich das Gefühl. Dann habe ich mal einen Fluid Transposer. Ich habe mir dann einfach daneben einen Fluid Tank von Ender.io getan. Und da musst du mit der Gießkanne einmal Rechtsklick drauf machen, dann ist sie zumindest ein Stückchen gefüllt. Das kann man auch tun. Ein Fluid Tank, den man mit Wasser füllt. So, das. Knochen. Dradium. Dreadstone. So, habe ich noch was vergessen? Den das Schlüssel. Der Schlüssel kommt hier. Und ich dachte gerade irgendwie, der kommt in die Mitte. Jetzt brauche ich eine Spüle. Und ansonsten habe ich alles. Ne? Ich brauche nur noch das Sakrifiz. Sakrifiz. Ich muss hier nochmal Chaos hinsetzen. So. Ich hoffe, das hat jetzt gegolten. Nee. Pass auf, jetzt gleich explodiert hier alles. Das wäre scheiße, weil ich dann vielleicht den Schlüssel los bin. Haha. Es hat funktioniert. Ich habe den Altar von Chargaroth. Chargaroth! Jetzt brauche ich aber noch das Top-Ding. Ach, Mist. Mist. Mit ganz viel Pech reicht mein Dredium nicht aus. Wir müssen ja noch Dredium farmen jetzt hier. So, das hätten wir alles. Das hätten wir auch. Jetzt bräuchte ich nur, wie gesagt, noch meine Dings. Ah, der braucht bestimmt wieder volle 20.000, ne? Ach doch, da. 20.000 PE. In den Redlands, ja. Und ein Opfer. Komm mal her, du Opfer. Das Buch ist definitiv noch nicht voll. Tschüss! Ich dachte, komm her und nicht tschüss. Hat Fellmaster irgendwas gesagt? Also ich habe nur mittendrin so ein kleines Tschüss gehört, aber ich dachte, der meint ein Zuschauer von sich. Kann er sich nicht mal vernünftig verabschieden oder habe ich das gerade einfach nicht gehört? Ich meine, da kann... Kann ja auch einen Einsatz haben oder sowas, aber dann kann man ja wenigstens mal einen Ton sagen. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Könnten aber auch inzwischen was... Oh, jetzt hier! Könnten inzwischen aber auch noch was anderes machen. Lass das doch laufen, hier wird da gechunkloadet. Ich nehme mal eben unsere Sachen hier rein. Dann weiß ich, wo die sind, wenn ich die hier mal eben reinlege. So. Kommen wir später nochmal wieder. Na komm schon. Immer wenn ich mich wegdrehe, ne, dann schlägt da ein Blitz ein. Genau hier. Ah, da bist du ja wieder. Wir haben uns gerade schon gewundert, wo der Feldmaster wieder hin ist. Ich mache ihn so. Auf Internet machen so. Und so. An Unfall. Schade, ich habe gehofft, jetzt schlägt da nochmal ein Blitz ein. Aber nein. Nein. Jetzt hat er die Nacht auch noch übersprungen. Naja, egal. Oh, sorry. Alles gut. Ah! Na endlich! Ich bin nun im Besitz eines Kaffeebaumes. Hey, jetzt und er tropft Kaffee. Was kann denn der Kaffee? Mokka-Eiscreme oder ein Espresso kann ich damit machen. Unter anderem. Oder Samenöl. Öl hat Samen gesagt. Er hat Öl gesagt. Er hat gesagt. Öl, der hat gesprochen. Der hat gesprochen. Ich hab doch jetzt hoffentlich nicht den... Oh, ich bin so doof. Es ist wichtig, dass du das immer wieder sagst, damit man das nicht vergisst. Es war noch der bessere Seed, das tut so weh. Hast du jetzt wirklich deinen hochgezüchteten Seed weggeschmissen, oder? Nein, ich hab ihn gesetzt. Achso. Auf normalen Boden. Ja, das wird mich stinken, wenn ich du wär. Du stinkst. Ja, das stimmt ja gar nicht. Das habe ich beschlossen, also stimmt das. Okay.
Und warum kann man Cropsticks auf normalen Boden platzieren? Das weiß ich auch nicht. Ich glaub, es gibt da irgendwas. Hier muss auf jeden Fall noch eine hin. Baue ich die auch schon mal auf. So, bis wie weit? Hier. Das heißt, das ist Wand. So, siehst du, jetzt züchten wir was auch immer. Clove oder was das war. Was auch immer das war. Was ist das denn, Clove? Eine Nelke. Wie soll das eine Nelke sein? Das ist ein Baum, Mann. Eine Nelke ist kein Baum. Ein Gewürznelkenbaum. Das gibt's schon eher. Das macht Sinn. Naja. Auf einer Skala von 1 bis 2, wie mögt ihr euren Kaffee? Was? Wie wär's mal mit gar nicht? Also Kaffee muss schon sein. I take it black. Like my pee. Also das ist irgendwie so Geschmacks... Das ist irgendwie so abhängig von meinem Mut. Also ich trinke den auch mal ganz gerne schwarz. Ich meine, da muss ja nicht unbedingt gleich der Löffel drin stehen, aber Hier muss nicht. Schwach. Ich trinke auch gerne mal einen Espresso. Ich trinke aber auch ganz gerne mal einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato. Ein Cappuccino? Also ich mag meinen Kaffee so stark, dass ich sich selbst einschütten kann. So, kann man machen. Wie soll er sich denn selbst einschütten? Das macht doch keinen Sinn. Ja, sparst du die Arbeit, ne? Na, wie sehe, brauche ich erstmal wieder Maschinenblocks. Dann brauche ich einen Furnace Generator. Dann mache ich... Achso, einen Goldblock brauche ich noch. So, jetzt habe ich ihn overclocked. Overclocked. Da sehe ich mich in 10 Jahren. Was? Wait, what? Was kann der denn überhaupt? Wer, der overclocked? Achso, der ist auch einfach nur alles verbrennen, was nicht niet- und nagelfest ist. Er brennt alles für mehr Strom. Aber dafür sind die schneller durch, ne? Ja, schneller durch, geben mehr Strom. Alles seine Vor- und Nachteile. So, und dann baue ich mir einen Useless Generator. Schade, den nimmt er nicht an. Oder nimmt er den an? Ich habe einen Stack Lever gebaut, auch nicht schlecht. Schade, nimmt er den nicht an. Schleim. So, Schleim packe ich mal dahin. Und dann farme ich mal ein bisschen. In 10 Jahren musst du Viagra nehmen, um überhaupt was zu kocken. Bist ja schon steinalt, ja. Ich habe mir letztens einen Wein bestellt aus meinem Geburtsjahr. Kriegt man 1933er Wein. So weit altes will man noch gar nicht. Naja, das schmeckt schon wie Essig.
ungenießbar, würde ich sagen. Es kam nur ein popeliger Mini-Slime raus. Und Potion Generator nehme ich auch nochmal. Dafür brauche ich einfach einen Brewing Stand, ein paar Blaze Rods und Furnace. Das kriege ich hin. So, ich habe jetzt 9 Slime Pearls. Das reicht mir fürs Erste. Moment, reicht nicht. Da kriege ich ja gerade mal 3. Oh, ich hätte noch einen Brewing Stand. So, der Potionsgenerator. Und Heated Redstone können wir auch nochmal eben bauen. Wir brauchen Magmatic, den brauche ich ja sowieso, ne? Mist, da habe ich gleich 2 Fliegen dann mit einer Klappe geschlagen. Warum sind Slime Pearls so selten? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe den Awakened Core in diesen Spawner drin. Und das spawnt fast nur diese popeligen Mini-Slimes. Gerade einen popeligen Mini-Slime gespawnt. So, das ist der Mac. Ach, den hätte ich ja gleich 2-mal bauen müssen. Oh Mann. So, das reicht mir jetzt hier. Das reicht, Trailmaster, jetzt. Habt ihr gehört? Macht ihr nicht noch wütender, als er eh schon ist. So. So, der Magmatic ist klar, ne? Der macht aus Lava. Hätte mich sonst auch gewundert. Der Heated Redstone macht auch aus Lava, okay? Das irritiert mich jetzt. 6,25 Sekunden, 160 RF pro Tick und 20.000 RF insgesamt. Und der macht einfach nur weniger Strom. Okay. Das, ja, verstehe ich. Was ergibt doch überhaupt keinen Sinn? Sinn wird ja auch schon lange überbewertet. Finden wir heutzutage irgendwas, was noch Sinn macht? Was ist das? Ja, genau. Als ich Jugendlicher war, da ist die Mauer gefallen. Warte, was? So. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Nee, habe ich nicht. Wie wär's mit doch? Wie wär's mit nein? So, das einmal. So, ich bräuchte mal irgendwo ein Loch. Ah, das eignet sich doch gut. Ah, nee, was habe ich getan? Ich muss das ja andersrum machen. Ich habe das falsche jetzt gebaut, kann das sein? Ja. Wow, jetzt hat er die. Mann! Immer wenn du dann, wenn man blind bendet, kommt, dann brauchst du den nicht. Oh Mann. Na, geht doch.